Live aus dem Kempinski Hotel Airport München. Der Volkswagen Doppelpass mit Jörg von Thora. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Dreikampf an der Spitze geht munter weiter. Dortmund, Bayern und Leverkusen grüßen mit 6 Siegen aus 7 Spielen. Und da wird selbst für Schalke die Luft schon dünner. Der Club wollte in die direkte Champions-League-Qualifikation, hat aber nun schon 10 Punkte Rückstand auf Platz 3. Darüber müssen wir reden, sowohl über Dortmund, die Bayern, als auch über S04. Und wir haben einen Gast, der seit gestern wieder ein bisschen fröhlicher reinschaut. Er ist Sportdirektor beim HSV und kommt mit einem frischen 2:2 aus Frankfurt. Hier ist sein Premierenauftritt im Doppelpass. Hallo, Oliver Kreuzer. Ja, da sieht man schon in sein entspanntes Gesicht. Man merkt, das 2:2 in Frankfurt hat ihm gut getan. Wie immer musikalisch begleitet sind unseren DJ, heute DJ Gigi. Oliver, freue mich sehr. Ein Punkt in Frankfurt hat er also abgeholt. Er kam eigentlich wie aus dem Nichts, dieser Punkt, ne, in der 86. Minute. Trotzdem verdient es unentschieden. Ja, Frankfurt, muss man zugeben, war die bessere Mannschaft. Aber aufgrund der letzten halben Stunde, ja, vielleicht doch ein Stück weit verdient. Und jetzt können Sie erstmal durchpusten, oder? Ja, bis Nürnberg nächste Woche, ja. Ein zweites Auswärtsspiel hintereinander und auch noch ein Verein, der sich in Ihrer Region bewegt. Das alles vertiefen wir zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Und auch mit einem Mann, der im Augenblick im Ausland tätig ist, den ich aber gleich erst vorstelle. Denn zunächst haben wir hier, doch, da ist er schon, der Sportdirektor von Red Bull Salzburg und auch von Rasenball Leipzig, Ralf Rangnick. Der Kollege vom Hamburger Abendblatt, der sich beim HSV auskennt wie kaum ein anderer, Markus Scholz. Unser ARD-Kollege, Länderspielreporter, gestern bei den Bayern unterwegs, Tom Bartels. Unser Sport1-Experte, der Europameister von 1996, Thomas Strunz. Hallo, guten Morgen. Gut, da kommen wir dann jetzt mal zurück zum HSV. Da ist ja jede Menge los seit geraumer Zeit. Rainer Kallmund würde sagen, da wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und genau deswegen macht sich wohl auch zunehmend Unruhe breit. Norman Solida gibt Ihnen das schwarz auf weiß. Aber Achtung, Oliver, das ist alles nur Satire. Der HSV hat so eine glorreiche Vergangenheit. Eigentlich stört nur die Gegenwart. Und ein klitzekleines Chaos lässt sich nicht leugnen. Gründe hierfür liegen auf der Hand. Absolut. Kein Geld, kein Plan, kein Erfolg. Und der HSV-Aufsichtsrat wird manchmal, sagen wir, ein bisschen übermotiviert. Willkommen auf dem Pulverfass. Herr Kreuzer, HSV-Aufsichtsräte sind ja manchmal ein bisschen zerstritten. Das ist nicht so glücklich, was? Ja. Zugegebenermaßen war es eventuell etwas unglücklich. Dabei brennt es überall. Schnelles Durchgreifen war nötig. Zum Beispiel in der Trainerfrage. Zum Glück gibt's moderne Kommunikationsmittel. Nicht wahr, Herr Fink? Ich bekam eine SMS von Kreuzer. Und Besuch bekam er auch von ihm und die Entlassung. Fink musste natürlich weg. Das ging nicht gut mit Ihnen beiden. Schon früher nicht. Wir haben früher immer gegeneinander gespielt. Leider nie miteinander. Das geht ja gar nicht. Überhaupt braucht der HSV einen Superhelden auf der Bank. Einen Zupacker. Van Marwijk, der Holland-Berti. Bevor den einer wegschnappt, musste natürlich sofort wieder eine SMS geschrieben werden. Aufsichtsrat hin oder her. Ja, wenn's klar ist, ist klar für mich. Und dann habe ich gesagt, es ist klar. Ist ja klar. Außerdem braucht der HSV einen Mann, der furchtlos, schmerzfrei und ein bisschen wahnsinnig ist. All diese Dinge hat Bert vorzuweisen. Dann mal ran an die Baustellen, zum Beispiel Van der Vaart. Aus unerfindlichen Gründen wirkt der Spielmacher ein wenig abgeleckt. Gründe hierfür liegen auf der Hand. Herr Van Marwijk, haben Sie eigentlich eine Idee, warum Van der Vaart so schlecht in Form ist? Über ihn mache ich mich keine Sorgen. Was sind denn überhaupt Van der Vaarts herausragende Stärken? Er ist ein Liebhaber.
Liebhaber, ja. Sind wir das nicht alle? Was meinen Sie mit Liebhaber? Ja, Liebhaber des Fußballs, ja. Ein Liebhaber Van der Vaart bedrängt den HSV ebenfalls. Mallorca Kühne würde so gern ein bisschen Geld zuschießen. Aber sein völlig uneigennütziges Angebot ist angeblich nicht ganz koscher. Gründe hierfür liegen auf der Hand. Wie finden Sie eigentlich Kühne, Herr Kreuzer? Verstehe. Jetzt wird eh alles gut. Holland Berti wuppt das schon. Erstmal Punkte sammeln, dann Van der Vaart retten und auf den rechten Pfad der Tugend zurückführen. Es muss halt alles schnell gehen beim HSV. Herr Jarchow, 10 HSV-Trainer in 6 Jahren. Wie lange planen Sie eigentlich mit Van Marwijk? Und für die hoffentlich nächsten Jahre. Die nächsten Jahre. Beim HSV sollte man besser nichts auf die lange Bank schieben, schon gar nicht auf die Trainerbank, denn die ist seit Jahren der heißeste Stuhl der Bundesliga. In jedem Spaß steckt ein bisschen Ernst, ne? Hilft alles nichts, das ist okay. Ne? Deswegen müssen wir auch einiges aufklären. Also Oliver, wie war das jetzt genau mit der Entlassung von Thorsten Fink? Sie haben den Auftrag bekommen und mussten dann hin, oder wie? Nein, wir haben uns am Tag nach dem Dortmund-Spiel mit dem Vorstand zusammengesetzt, haben gewisse Dinge diskutiert, haben die ganze Nacht diskutiert und haben dann am Montag den Entschluss gefasst, uns von Thorsten zu trennen. Ich habe ihm dann eine SMS gesendet, ob er am Abend verfügbar wäre. Ich würde gerne nach München kommen. Er war ja bei seiner Familie und dann hat er gesagt, er hat auf jeden Fall Zeit. Dann bin ich nach München geflogen und habe ihm diese Entscheidung mitgeteilt. War ein ziemlich doofes Gespräch, oder? Weil man sich auch kennt aus langen Jahren Bundesliga. Ja, war nicht einfach, klar. Wir kennen uns schon über 20 Jahre, wir schätzen uns, wir mögen uns. Und wenn du dann so eine Entscheidung jemanden überbringen musst, den du eigentlich sehr schätzt, ist es immer schwierig. Ja. Woran lag es dann am Ende? War Thorsten Fink in Hamburg auch gerade in der Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar? Es wurde zunehmend schwieriger, weil man auch merkte, dass das genau die Kernkapazität von Thorsten Fink, nämlich diesen Optimismus, den er immer verbreitet hat, dass er da so leichte Abnutzungserscheinungen hatte. Er wirkte nicht mehr so frisch. Er hat dann auch 2 handwerkliche Fehler gemacht, dass er zum Beispiel nach dem Hoffenheim-Spiel die 2 Tage freigegeben hat, dass er dann selbst nach der nächsten Niederlage auch wieder unterwegs war. Also das waren so Dinge, die natürlich dann irgendwann der Öffentlichkeit zumindest den Anschein vermitteln, als hätte dann Trainer nicht mehr das Feuer, was er vorher noch hatte und was er ja auch immer für sich selbst beansprucht hatte. Also können wir daraus schließen, Oliver, dass Thorsten Fink einfach einen Fehler zu viel gemacht hat? Ja, das war ein Teil davon, aber wir hatten 4 Punkte von 15 möglichen. Wir hatten viele Probleme in unserem Spiel. Wir haben bis heute zu viele Gegentore bekommen. Ich habe immer gesagt, wir brauchen eine defensive Stabilität. Wir können nie so viele Tore schießen, wie wir bekommen. Und all diese Dinge hat er am Ende des Tages nicht in den Griff bekommen. Darüber hinaus natürlich noch die angesprochenen Dinge. Ich bin auch der Meinung, aber das habe ich ihm auch nach dem Hoffenheim-Spiel direkt in der Kabine gesagt, dass du keine 2 Tage freigeben kannst. Das ist das falsche Signal nach außen, nach dieser Leistung. Wir wissen alle, was daraus entstanden ist. 2 Spieler haben geglaubt, die beste Aufarbeitung dieses Spiels kann man auf Mallorca machen. Auch das haben wir dann sanktioniert und ja, auch angesprochen nach dem Dortmund-Spiel. Nach so einem Spiel ist einfach die Präsenz des Trainers in Hamburg gefragt. Und da kann ich nicht am Sonntagmorgen, wenn die Mannschaft in den Wald geht, auslaufen, kann ich nicht im gleichen Moment in den Flieger steigen und zur Familie fliegen. Und das sind Dinge, die dann das Ganze summiert haben und auch nochmals auch unsere Entscheidung dann bekräftigt haben. Damit sind wir aber auch bei einem vielleicht Grundproblem des HSV. Ralf, wir haben es gerade gehört, ich glaube 9 Trainer in 6 Jahren, 3 Sportdirektoren in 4 Jahren. Scheitert der HSV auch daran, dass die Kontinuität auf den Schlüsselpositionen nicht da ist? Ja klar, ich meine, man kann es ja noch weiter verkürzen. In 5 Jahren waren es, glaube ich, 7 Trainer. Und wenn man die 2 kurzfristigen Interimstrainer, Frank Arnesen und Rodolfo Cardoso, dazu zählt, waren es 9 in 7 Jahren.
in 5 Jahren 4 Sportdirektoren. Und was sicher auch noch dazu kommt, ist der Nachwuchsbereich, den man, glaube ich, auch in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hat. Wenn man mit der U23 jetzt im 2. Jahr nacheinander in der 4. Liga gegen den Abstieg spielt und selbst die A-Jugend, die U19, spielt jetzt im 2. Jahr im untersten Tabellendrittel als HSV, das geht eigentlich nicht. Da deutet einiges darauf hin, dass man diesem Bereich einfach nicht genug Beachtung geschenkt hat. Und dann kommt man natürlich dann in so eine Situation, dass man jetzt auch in der Bundesliga im 2. Jahr nacheinander gegen den Abstieg eventuell spielt. Da trägt der Oliver Kreuz aber einen ganz schönen Rucksack, ne, als sportlich Verantwortlicher. Wie kann er da rauskommen? Ja, also vor allem, wenn man jetzt den Jugendbereich anspricht, das ist ja fast ein Endlos-Thema beim HSV. Insofern, wenn man dem Oliver Kreuzer das jetzt auch noch aufbindet für die jetzige Phase, wo genug Baustellen auf der anderen Seite schon sind, auf der Profiseite, dann hat er natürlich einen Rucksack, den er gar nicht schleppen kann. Da muss natürlich dann noch was passieren, da muss sich der Oliver die Leute holen, die er braucht, um dort in dem Bereich dann entsprechend zu arbeiten. Ja, für mich ist das Entscheidende da, gerade die Position des Sportdirektors. Und diese Position braucht erstmal, wer entscheidet sich dafür, diesen Sportdirektor Oliver Kreuzer zu holen? Und wenn man sich dazu entscheidet, dazu braucht man erstmal Kompetenz im Verein. Und wenn man den dann holt, dann muss man den ohne Wenn und Aber stärken. Und da muss er auch in der Lage sein, ein Konzept aufzustellen für den Jugendbereich etc. Beim HSV ist halt so, dass es nach einem halben Jahr mit ein paar Misserfolgen wieder alles über den Haufen geworfen wird. So war es die letzten Jahre. Und das kann ja nicht funktionieren. Wie soll es funktionieren? Es würde nirgends funktionieren. Und geht ja schon wieder los, dass dann Oliver Kreuzer von außen beschädigt wird, ob es dann der Investor ist oder X oder Y. Ja, und ja. Wenn man nur von außen drauf guckt, kann man sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das nie so funktionieren kann. Ja, aber ich muss sagen, als Didi Beiersdorfer dort Manager war, war der HSV ja sportlich und auch wirtschaftlich erfolgreich. Es wurden Spieler günstig verpflichtet, wie ein Bularus, ein Kompany, ein De Jong, die dann auch teuer wieder abgeben. Auch ein Van der Vaart kam damals relativ günstig. Und mit dem Machtkampf, Hofmann damals Vorstandsvorsitzender und Didi Beiersdorfer, hat sich der Aufsichtsrat einfach für den falschen Mann entschieden. Und die erste Entscheidung von Herrn Hofmann war dann, Markus Berg und El Giro Elia für 20 Millionen zu verpflichten. Das kann natürlich immer passieren, aber in der Summe der Sachen, die dann passiert sind, mit der Verpflichtung von Urs Siegenthaler, der beim DFB ja als Scout für Jogi Löw gab, der Leute installiert hat, aber den Dienst nie angetreten hat, dann die Personalie Frank Arnesen, der wieder Leute mitgebracht hat. Also da muss normalerweise jetzt jede Personalie erstmal angeguckt werden und gesagt werden, wen brauchen wir, wer folgt unserem Weg, den Oliver natürlich als sportlich Verantwortlicher skizzieren muss und dementsprechend dann eben auch die Entscheidungen fallen müssen, damit dieser ganze Apparat, der dort in Hamburg mittlerweile vorhanden ist, auch mal wieder verschlankt wird und auch kürzere Entscheidungswege überhaupt möglich sind. Es geht ja wirklich jetzt nur noch um die Zukunft. Vergangenheit ist echt mal abgearbeitet. Aber einer von euch hat es gesagt, aber du, Tom, der Sportdirektor braucht absolute Rückendeckung. Fühlen Sie sich so gestärkt durch Ihren Gesamtvorstand, auch durch den Aufsichtsrat? Absolut, ja. Definitiv. Ja. Also wir im Vorstand haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich weiß genau, dass wir im Vorstand immer eine Sprache sprechen. Natürlich wird immer intern diskutiert. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber die Rückendeckung meiner Vorstandskollegen, die ist auf jeden Fall da, auch die des Aufsichtsrats. Jetzt ist Bert von Marwijk auch da, das neue Gespann. Wir reden gleich darüber, liebe Zuschauer. Zum einen, ob es eine gute Idee war, den Trainer zu holen. Zum anderen, warum Andreas Möller, der Weltmeister von 1990, nun doch nicht mit im Paket gekommen ist. Live aus dem Kempinski Hotel Erfurt in München, der Volkswagen Doppelpass. Der HSV hat unter dem neuen Cheftrainer Bert van Marwijk den ersten Punkt geholt, 2:2 in Frankfurt. Das hört sich gut an. Aber wir haben noch gar nicht über den Trainer selbst gesprochen. Tom, eine gute Wahl deiner Einschätzung nach? Wenn man jetzt in den eigenen Reihen niemanden hat, den man dahin befördern kann, muss man zwangsläufig jemanden von außen holen. Und da ist, glaube ich, in der jetzigen Situation jemand wie van Marwijk eine gute Wahl. Denn ich denke, sie brauchen Konstanz rein. Wie das Ganze gelaufen ist, muss man Oliver Kreuzer mal fragen. Ist natürlich höchst unglücklich, dass da jemand wie Andi Möller in der Öffentlichkeit gespielt wird, der dann nicht kommt. Das ist natürlich zum Start für den Trainer nicht gerade ein Geschenk. Ja, das machen wir mal hintereinander weg. Zunächst, wie seid ihr auf Van Marwijk gekommen? Ja, du erstellst dir ein Trainerprofil und du hast gewisse Vorstellungen, gewisse Ideen. Und wir wollten kein Experiment mehr. Wir wollten einen Trainer mit einer gewissen Erfahrung, einen Trainer mit einer gewissen Persönlichkeit, auch einen Trainer, der
schon bewiesen hat, dass er erfolgreich arbeiten kann. Und dann irgendwann grenzt sich der Kreis sehr schnell ein. Dann hast du noch 2, 3 Namen auf der Liste. Und Van Marwijk hat uns in dem Gespräch absolut überzeugt. Jetzt kommt auch gleich René Adler daher und sagt, ich will es mal zitieren, endlich wieder ein Chef mit einer klaren Idee. Hört sich ja toll an. Könnte aber auch so ein vergifteter Pfeil sein, nämlich in Richtung Thorsten Fink. Siehst du es anders? Ach, was soll der René denn jetzt sagen? Wenn er was anderes gesagt hätte, hätte die Zeitung geschrieben, ja, Van Marwijk, er hätte lieber unter Fink weiter trainiert und Van Marwijk ist nicht der richtige Mann. Also ich bewerte das überhaupt nicht über, was nach solchen Trainerwechseln Spieler sagen, weil da immer was reininterpretiert wird. Ich glaube schon, dass Thorsten eine klare Idee hatte. Er hat die Mannschaft am Ende aber nicht mehr erreichen können bei der Umsetzung dieser Idee. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Und Van Marwijk hat natürlich mit der Nationalmannschaft von Holland, mit den internationalen Erfolgen, auch mit der Weltmeisterschaft in Südafrika, hat er natürlich auch eine Autorität, die er auch in seinem Alter einfach mitbringt. Ja. Weil die Mannschaft dann eben auch weiß, da sitzt jemand, der hat schon vieles erlebt. Und deswegen glaube ich, ist die Wahl auch richtig, einen erfahrenen Trainer zu holen, der auch mit dem medialen Umgang umgehen kann sozusagen und auch auf Fragen dementsprechend auch antworten kann, dass es da eben keine Interpretationsmöglichkeiten gibt. Nun hat aber Bert van Marwijk gleich die erste Baustelle eröffnet, Olli. Er will nämlich einen Psychotest machen mit seinen Spielern und da sind wohl auch Fragen drin zu sexuellen Vorlieben dieser Spieler. Wie gehen wir denn damit um? Ich glaube, auch da soll man jetzt nicht an die große Glocke hängen. Es war nicht unbedingt jetzt seine Idee, es war eine Idee oder ein Vorschlag seines Assistenten, der damit gute Erfahrungen gemacht hat. Bert hat gesagt, das können wir tun. Mein Wunsch wäre gewesen, das kommt gar nicht an die Öffentlichkeit. Wir hätten den Test gemacht. Und Sie wissen doch, in Hamburg kommt alles an die Öffentlichkeit. Das ist das Problem, ja. Nein, das soll man nicht an die große Glocke hängen. Die Spieler machen den Test und... Ja. Aus. Ja, ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein Trainer oder ein Verein sich dieser Hilfsmittel bedient, ob das jetzt dieser Test ist oder andere. Ja. Es gibt ja auch Vereine, die haben Psychologen in ihrem festen Betreuungsstab. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was nur der HSV macht. Und dieser Test beinhaltet halt verschiedene Lebensaspekte. Also das ist, ja, da kann ein Spieler wahrscheinlich auch sagen, also die fülle ich jetzt nicht aus, die Fragen, die da mir zu privat sind. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Ralf, haben Sie so einen Test schon mal machen lassen als Trainer? Ja, wir haben den in der Tat auch schon mal gemacht, in der ersten Amtszeit auf Schalke. Nur ist das damals selbst auf Schalke nicht publik geworden. Und das will was heißen. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen ungeschickt, dass man jetzt womöglich sogar selber die Tatsache, dass man den Test machen möchte, gleich in den ersten Tagen publik macht. Weil das geht ja jetzt weiter, jetzt wird er irgendwann gemacht und dann kann ich mir vorstellen, dass zumindest mal die Boulevardmedien, da gibt es ja ein paar davon in Hamburg, dass die natürlich alles dran setzen werden, mal rauszufinden, was der ein oder andere Spieler jetzt geantwortet hat. Und man sieht ja jetzt auch, auf was es sich fokussiert. Ich meine, der Test hat 128 Fragen und deckt 15 oder 16 Lebensmotive ab, aber das, was natürlich jetzt den Boulevard interessiert, ist natürlich nur dieser eine Bereich. Ja. Auf welche 3 Fragen fokussiert ihr euch beim Hamburger Abendblatt? Wir fokussieren uns eigentlich da eher auf uns und fragen uns, ob das so wichtig ist, was da geantwortet wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Test natürlich vielleicht den einen oder anderen Aufschluss gibt, wie ein Mensch an sich privat funktioniert oder der Profi an sich dann mal in gewissen Drucksituationen vielleicht auch reagiert. Aber also ich behaupte mal, ein Franck Ribéry könnte jede Frage so dramatisch beantworten, dass man Angst bekommt, wenn man es liest. Oder würde beim HSV trotzdem jedes Spiel machen. Also insofern glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form besonders wichtig sein wird. Der HSV sollte sich zum Vorbild nehmen, wie zum Beispiel Bayern Guardiola verpflichtet hat. Ja, das hat einfach niemand mitbekommen. Und dann steht einfach das komplette Konzept. Und hier verkündet der neue Trainer, dass er schon einiges mit dem HSV. Der HSV bestätigt das nicht. Dann heißt es, er möchte Adi Möller mitbringen. Und das geht nicht klar. Das bleibt alles nicht unter 4 oder 8 Augen, sondern es steht in den Zeitungen. Und damit kann man nicht dann den Medien vorwerfen, was sie da veranstalten, sondern man muss sich fragen, wie alles rauskommt. Und weiß aber dann auch im Umkehrschluss, warum es nicht funktionieren kann. Auch die Geschichte mit Andreas Möller. Also Van Marwijk wollte ihn gerne mitbringen in seinem Stab. Warum ist Möller ihm nicht genehmigt worden? Herr Kreuzer, jetzt mal Tacheles. Oh, jetzt hören wir von hier hinten. Herr Kreuzer soll Tacheles reden. Er ist immer bereit dazu, keine Sorgen. Nein, es war keine Forderung von Bert van Marwijk, den Andi Möller in seinen Trainerstab einzubeziehen. Es war ein Wunsch.
Aber Andi Müller hätte auch kein Assistenztrainer werden sollen, sondern eher ein sportlicher Berater. Aber diese Funktion haben wir im Verein schon besetzt. Von daher gesehen haben wir gesagt, dass eine Verpflichtung jetzt sofort von Andi Müller für uns kein Thema ist. Aber das hat er jetzt nicht mit seiner Zu- oder Absage mit einbeschlossen. Für den Trainer scheint der Fall Möller aber dennoch immer noch nicht abgeschlossen zu sein. Hören Sie mal. Ich hätte Andy gern dabei gehabt. Der Verein hat gesagt, das geht im Moment nicht. Was ich schon sage, es war keine Forderung, aber ich habe immer noch in meinem Kopf, um Andy einmal hier hinzuholen. Also, der will noch was von Ihnen, ne? Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Eventuell. Oh, da wollen wir mal bezahlen, ne? Herr Direktor. Ja, okay, okay. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ist ein Klassiker bei uns. Ist der Andi Möller noch in der Pipeline, auch bei Ihnen im Hinterkopf noch? Nein, wir haben momentan andere Probleme. Wir müssen punkten, wir müssen gute Leistung auf dem Rasen zeigen und Andi Müller ist jetzt mal außen vor. Ja, ich finde die ganze Diskussion, also wurde dann gesagt, der Trainer ist beschädigt. Dem HSV wird auf der einen Seite vorgeworfen, nicht klare Kante zu zeigen in bestimmten Entscheidungsprozessen. Wenn der Verein davon nicht überzeugt ist und die handelnden Personen, dann dürfen sie auch solche Entscheidungen nicht mehr mittragen, wie Assistenten von Frank Arnesen mitzubringen oder Urs Siegenthaler. Also diese Erfahrungen, die der Verein auch gemacht hat, führen doch am Ende dazu, dass man erstmal gucken muss, wo stehen wir denn heute? Und wenn es so ist, dass er kein Co-Trainer werden sollte, dann muss man eben auch die Frage stellen, was hätte er sonst machen sollen? Der HSV ist personell so gut aufgestellt von der Menge her. Nur die klare Zuteilung der Anforderungen ist noch nicht geregelt. Aber ich glaube, dass es dann richtig ist, eben auch zu sagen, nein, wir sind davon nicht überzeugt und deswegen machen wir das nicht. Ich finde das ein Zeichen von Stärke und nicht im Gegenteil von Schwäche, so jetzt machen die wieder irgendwie was anderes. Sehe ich genauso, aber ich bin trotzdem auch der gleichen Meinung wie Tom Bartels, so eine Geschichte darf dann nicht im Vorfeld öffentlich diskutiert werden, da darf diese Personale erst gar nicht in die Öffentlichkeit gelangen, weil ist doch klar, dann wird jetzt wieder nachgefragt und dann entstehen auch solche Aussagen wie jetzt, wo der Trainer sagt, naja, ich kann mir das in der Zukunft trotzdem vorstellen. Wenn das Thema auf dem Markt ist, dann köchelt es immer weiter. Ne? Ich möchte perfekte, optimale Arbeit abliefern. Ja? Der hat mit Holland eine WM gespielt. Der wird doch wissen, warum er Andi Möller haben möchte. Wenn ich jetzt aber als Verein hingehe und sage, du kannst kommen, aber den brauchen wir nicht, dann bevormunde ich ihn doch. Das ist mein Eindruck und das ist nicht geschmeidig. Ja? Ich bin der Meinung, dass Bert van Marwijk auch ohne Andi Möller eine Top-Arbeit abliefern kann. Andi Möller hatte sein Praktikum zum Fußballlehrer bei Bert van Marwijk gemacht. Seit diesem Zeitpunkt kennen die sich gut, sie schätzen sich. Aus Dortmunder Zeiten damals. Richtig, ja. Es war der Wunsch, Andi mit einzubinden. Aber nochmals, nicht als jetzt Assistenztrainer, der regelmäßig täglich mit ihm auf dem Platz steht, sondern eher als sportlichen Berater, Gegnerbeobachtung. Und da sind wir einfach gut aufgestellt. Deswegen war unser Ansatz der, Andi Müller braucht Stand heute nicht vom HSV. Ja, ja. Und das hat er auch akzeptiert. Gut, dann haben wir noch zwei Baustellen, die wir ganz kurz besprechen müssen. Zum einen halt die ganzen Ladenhüter, die der HSV leider noch hat. Hat Oliver Kreuzer da gute Arbeit gemacht bisher? Ja, wenn man das Ergebnis nimmt, wen er absetzen konnte, wird es schwierig, das Ganze besonders positiv darzustellen. Andererseits muss man sich natürlich auch der Schwere dieser Aufgabe bewusst werden und auf die Spieler eingehen. Weil die Spieler sind es am Ende, die entscheiden, ob sie gehen oder nicht gehen. Natürlich abhängig vom Angebot. Aber es gab Angebote für Spieler, sie hätten gehen können. Sie hätten vielleicht auf den einen oder anderen Euro verzichten müssen in dem Moment. Das haben sie dann nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen haben sie ihre Angebote abgelehnt und sind in Hamburg geblieben, weil, wir hatten es ja vorhin auch schon, man bleibt gerne in Hamburg. Ne? Also gerade jetzt noch bei den Verträgen, die der HSV noch seinen Spielern ausgestellt hat, da bleibt man gerne in Hamburg. Gibt es denn einen Markt für diese Spieler? Mancien, Katscha, haben wir Tesche, Rajkovic, gibt es überhaupt einen Markt? Sind Sie frohen Mutes, dass Sie es jetzt bis oder in der Winterpause erledigen können? Es gibt oder gab schon einen Markt für diese Spieler, aber natürlich war Real Madrid und Barcelona nicht unter den Vereinen. Und von daher gesehen, ja, wie es Markus gesagt hat, am Ende des Tages entscheiden die Spieler, ob sie gehen. Es gab natürlich die meisten Anfragen aus dem osteuropäischen Raum und das war natürlich für die Spieler weniger interessant. Ne? Wie gesagt, Hamburg ist eine schöne Stadt. Die Jungs bekommen pünktlich ihr Geld und von daher gesehen ist es schwer, nach Sibirien zu wechseln für das gleiche Geld. Das ist so. In der Tat, wenn ich die Wahl hätte, ne? Ja. Ja. Ein
Dann haben wir abschließend in diesem Block eben noch die Initiative HSV Plus zu besprechen. Das heißt in klaren Worten die Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Gesamtverein. Wie sehen Sie dieses Konzept? Ja, wir vom Vorstand sind sehr offen gegenüber diesem Konzept. Ich glaube, das ist auch die Zukunft des HSVs. Entscheidend wird sein, wie die Mitglieder das annehmen. Wir haben im Januar die Mitgliederversammlung, wo mal im ersten Wahlgang eine einfache Mehrheit benötigt wird, um dieses Konzept voranzutreiben. Dann, um endgültig das umzusetzen, braucht es eine Dreiviertelmehrheit. Da könnte es Probleme geben mit 75%, aber mal schauen. Fakt ist ja auch, dass dann der Investor Klaus-Michael Kühne mitmachen will bei der Initiative HSV Plus. Das ist ein Mann, der sie heftigst kritisiert hat. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich hatte mit Herrn Kühne vor 6-8 Wochen mal ein Telefongespräch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr positives Gespräch. Seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr und irgendwann hat er sich über die Medien gemeldet und hat ja nicht nur meine Person beschädigt, sondern er hat ja einen Radikalschnitt gefordert, den Aufsichtsrat aufzulösen. Der ganze Vorstand muss weg. Thorsten Fink ist überhaupt ein guter Trainer, der muss als erstes weg. Das sind Dinge, die wir natürlich nicht gutheißen und auch absolut als inakzeptabel. Aber wie kann man mit so einem auch dann zusammenarbeiten überhaupt, wenn der halt bei HSV Plus mitmachen will und vorher tut er euch alle in Senkel? Ja, der muss ja nur Geld schieben. Also, reicht das? Also jetzt mal, also zu Herrn Kühne möchte ich auch mal was sagen. Ja. Also der Herr Kühne ist weder HSV-Mitglied, noch lebt er in Deutschland, sondern und verfolgt die Bundesliga so hautnah vor Ort. Und wir diskutieren hier in der Liga und auch die Fans zu Hause über Investorenmodelle, was macht Red Bull, was ist mit Herrn Hopp in Hoffenheim, was ist mit den Werksvereinen. Und dann wird in einer sportlichen Situation ein Mensch, der bekommt eine Plattform in allen Medien, der sich da präsentieren kann und Pauschalurteile fällt und gar nicht weiß, wie der Fußball funktioniert. Und da wird gejubelt. Also da fällt mir jegliches Verständnis dafür, dass das so positiv gesehen wird. Oder Thomas, da haben wir hier sogar den geeigneten Mann in der Runde. Denn die Plattform hat Klaus-Michael Kühne ja wirklich ohne Frage bei euch beim Hamburger Abendblatt bekommen mit einem ganz großen Interview. Ja. Wart ihr wirklich der Meinung, dass es der richtige Weg ist, auch um dem HSV zu helfen in dieser Stadt? Das Interview zu machen oder? Ja, das zu machen. Das Interview zu machen ist mit Sicherheit der richtige Weg. Plattform zu gehen. Es ist ja ein Mensch, der eine ganz gewichtige Rolle in diesem Verein schon spielt. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt rein möchte, sondern er hat schon beim Van der Vaart-Transfer massiv geholfen. Also man hat ihn eigentlich schon an sich gelassen und er hat einen gewissen Einfluss auf diesen Verein ausgeübt, positiven bisher. Dass er jetzt eine derartige Medienoffensive gestartet hat, war auch von uns Medien dann irgendwann schon sehr kritisch beäugt, weil wenn man hört, er meldet sich bei dir, möchte ein Interview geben, im nächsten Moment ist er dann da aber auch schon und hier auch noch und dann Online-Portale und noch ein Nöcher, dann wird es irgendwann so, dass man das Gefühl hat, da möchte sich jemand in irgendeiner Form noch weiter in den Vordergrund spielen, als es vielleicht eigentlich in dem Moment für den Verein noch hilfreich wäre. Aber das Positive kann ich nicht erkennen. Er hat ganz klar gesagt, damals, als er Van der Vaart geholt worden ist, hat er ganz klar gesagt, ich gebe Geld, aber nur für diesen Spieler. Also er hat von außen Einfluss auf die Entwicklung eines Vereins genommen. Er hat auch nur ein Darlehen gegeben. Und übrigens. Ein Darlehen gegeben. Also er hat den Spieler ja nicht geschenkt dem HSV. Und mein Eindruck ist, dass er aus welchen Gründen auch immer diese Öffentlichkeit vielleicht gesucht hat oder braucht, um jetzt das irgendwie sich noch zu selbstverwirklichen. Hat vielleicht auch die Fotos mit Sylvie van der Vaart genossen, die dann in der Zeit gemacht worden sind. Also ich habe da kein Verständnis dafür. Und in der aktuellen Lage, in der HSV war und jetzt auch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren noch ist, ist es völlig kontraproduktiv, sich von außen so da zu äußern. Und ich kann nur davor warnen, dass diese Menschen, die von außen in Vereine eindringen wollen, dass die Gehör finden und dass die Recht bekommen. Ralf Rangnick kennt sich da ganz gut aus. Denn auch der Dietrich Mateschitz von Red Bull ist ja ein, wenn man so will, Investor. Ne? Bei Red Bull Salzburg, bei der Formel 1 engagiert sich überall. Wie halten Sie das mit der Einmischung oder wie hält er das vor allen Dingen? Gut, ich kann das jetzt mal nur für die letzten 14 Monate beurteilen. Und wir tauschen uns alle paar Wochen aus. Wir treffen uns oder telefonieren miteinander. Aber ins operative Geschäft mischt er sich überhaupt nicht ein.
wenn wir uns treffen, dann sagt er schon auch mal seine Einschätzung über den aktuellen Stand und wie er die Spielweisen der Mannschaften sieht. Aber dass er jetzt sagt, er möchte, dass wir diesen oder jenen Spieler holen oder diesen oder jenen Spieler abgeben, das war bisher überhaupt noch nicht der Fall. Also es ist keine aktive Einmischung, sondern eher eine Begleitung und er hört sich an, was Sie für Arbeit abliefern. Ja klar, ich meine, wir haben ja schon auch zu Beginn, als es damals das erste Gespräch gab und er mich ja eigentlich davon überzeugen wollte, als Trainer nach Salzburg zu gehen, haben wir auch schon darüber gesprochen, wohin der Weg jetzt eigentlich generell gehen soll und wofür wir stehen wollen mit den Fußballmannschaften und dass wir an beiden Standorten die Mannschaften dramatisch verjüngt haben und jetzt eigentlich auch einen anderen Fußball spielen als noch vor ein paar Jahren. Das war eigentlich ja das vorgegebene Ziel. Deswegen wollte er ja auch, dass ich diese Aufgabe mit übernehme. Aber das kann man, glaube ich, jetzt auch mit Herrn Kühne nicht vergleichen. Was mich auch noch massiv gestört hat, das hat jetzt zwar nichts mit dem HSV zu tun, sondern da muss man, glaube ich, schon auch, müssen die Medien sich teilweise ein bisschen kritisch hinterfragen. Wenn sich dann Herr Kühne noch hinstellt und beispielsweise im Kicker dann drei andere Trainer, die mit dem HSV gar nichts zu tun haben, in Persona Matthäus Effenberg und Thomas Schaaf, diskreditiert, indem er sagt zum Beispiel, Thomas Schaaf hat seine beste Zeit hinter sich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört der Spaß auch auf. Also wenn ich Thomas Schaaf wäre, würde ich mir gut überlegen, wie ich mit so einer Geschichte umgehe. Das geht einfach gar nicht. So, nun übertragen wir das mal auf den HSV, was Sie eben gerade gehört haben. Herr Kühne ist bereit, wieder Geld zu investieren, ist bereit mitzumachen bei der Initiative HSV Plus. Stellen Sie sich vor, das greift alles im Januar. Sind Sie dann bereit, mit Herrn Kühne zusammenzuarbeiten? Das war ein ziemlich klares Nein. Nein, man muss schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Herr Kühne, meines Wissens, ist nur bereit, dann zu investieren, wenn seine große Wunschperson Felix Magath installiert wird. Und ansonsten ist er nicht bereit zu investieren. Das ist mein Kenntnisstand. Aber unser Problem ist nicht, dass jetzt Felix Magath kommen muss, der Mann mit der großen Härte und mit dem Hammer da draufhauen muss, sondern wir haben ein Problem auf dem Rasen. Und wir brauchen einen neuen Trainer, einen guten Trainer. Ich hoffe, den haben wir jetzt mit Bert van Marwijk gefunden, der die Mannschaft wieder erfolgreich führen wird. Also gut, wenn es so kommen sollte, muss man schauen, aber ich bin da keiner, der sich grundsätzlich dann verschließt, dem Herrn Kühne gegenüber. Also dem Aspekt würde ich gerne zwei Sachen kurz einmal sagen. Auch den Rücken den Medien, wie es hier gesagt wird, zu stärken. Ich bin völlig bei Ralf Rangnick, dass die Aussagen von Kühne zu sportlichen Sachen schlicht ein schlechter Witz sind. Ja? Dass er das nicht beurteilen kann von seiner Insel, wie Thomas Schaaf arbeitet oder Thomas Kreuzer, das steht außer Frage. Aber den Medien vorzuwerfen, ihm eine Plattform zu geben, wenn sich ein Verein wie der HSV von ihm nicht klar distanziert, wenn jemand mit 25 Millionen wedelt und, wie hier schon gesagt wurde, bereits Van der Vaart geholt hat, im Verein investiert, HSV-Fan ist, das ist ja nun auch zweischneidig. Das ist doch klar, dass er eine Plattform kriegt, weil der HSV ja immer sagt, okay, wir unter gewissen Umständen sind wir bereit und 25 Millionen, die hätten sie schon gerne. Ja, aber das funktioniert nur, wenn man sagt, nein, der Mann spielt bei uns keine Rolle. Er fordert ja auch Dinge. Ja, ja. Er fordert auch Dinge ein. Ne? Aber ich finde, die eine Frage, wo er ja dann tatsächlich sich auch über andere Trainer, die ja von sich aus überhaupt nicht, die können sich ja gar nicht dagegen wehren, die, finde ich, darf dann nicht veröffentlicht werden. Muss man im Prinzip auf jeden Fall bewerten irgendwie. Ne? Ja. Richtig, ja. Also wir stellen fest, im HSV stehen noch schwierige, zumindest Diskussionen bevor. Dafür wünschen wir Oliver Kreuzer erstmal viel Glück und vor allen Dingen, dass Bert van Marwijk den Van der Vaart wieder in den Griff kriegt und hinkriegt. Denn das ist das, was er eigentlich will, nämlich sportlich vorankommen. Und dazu ist, glaube ich, Rafael van der Vaart ein wichtiger Mann, oder? Absolut, er ist ein begnadeter Fußballer. Und warum kommt er nicht in die Hufe im Augenblick? Ja, es ist schwer für ihn auch. Wir hatten ja zu Beginn der Saison das erste Spiel auf Schalke. Wir hatten wirklich sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert mit einem überragenden Rafael van der Vaart. Und dann, die weiteren Spiele waren weniger gut. Und wenn die ganze Mannschaft unter ihren Möglichkeiten spielt, ist es auch für Rafael schwer zu glänzen. Gut, wir lassen es so stehen, wünschen Ihnen viel Glück.